Rhein-Delta begannen die Beobachtungen. Aber die Reise ging schon viel früher los, nämlich in Wiesbaden und in Bochum. Von dort geht es immer gerade nach Westen. Unser Ziel ist der Brauersdamm, der als Deich zwischen zwei ehemaligen Inseln im Rhein-Delta vor den früher verheerenden Sturmfluten schützt. Vorteil für Vogelbeobachter: viele Vögel, die man anderswo nur selten oder sehr mühsam und schlecht sieht, kann man von hier aus der Nähe beobachten, weil der Damm befahrbar ist. Wir haben allerdings Pech. Wegen des Regens und Nebels waren Beobachtungen von Meeresvögeln kaum möglich. Aber der Strand bot auch allerhand. Mit einem Meerschattläufer zusammen. Wer meint, der Kiewitz-Regenpfeifer ist ein schneller Läufer, sollte gleich mal genau aufpassen. Ein Sanderling rast vorbei. Später sehen wir im letzten Licht eine weibliche Rohrweihe in einem Sumpfgebiet. Gut sind die hellen rahmfarbenen Schultern und der ebenso gefärbte Oberkopf zu sehen. Am nächsten Tag soll das Wetter besser werden, aber zunächst präsentiert das Reservat Odeland von Streien sich noch sehr verhangen, lässt aber schon erste Sonnenstrahlen erkennen. Viele Gänse, hauptsächlich Nonnen- und Blässgänse, können wir sehen, und was der Kamera entging, war auch nicht schlecht: Habicht und Wanderfalke. Die Zwerggänse können wir auch entdecken. Sie halten sich hartnäckig in einer Bodensenke auf. Nichts für Genießer und die Kamera. Viele Enten, immer wieder Kiebitze und Brachvögel, Stare und Drosseln. Unser nächstes Ziel: Ostbader Plassen. Dieser Nationalpark wird von Rindern, Pferden und Rothirschen beweidet und so fast ganz von Bäumen freigehalten. Das wirkt manchmal wie eine afrikanische Savanne. Na, ob das ein Singschwan ist? Ja, gelb-schwarz ist der Schnabel. Es wird langsam dämmerig und wir machen uns auf nach Friesland, zu unserem Hotel für die nächsten 3 Nächte. Der 3. Tag steht im Zeichen der Gänsebeobachtungen. Viele tausend werden wir im Laufe des Tages sehen. Als erste besondere Art erleben wir diese Kurzschnabelgänse, die den langen Weg von Spitzbergen zu den fetten friesischen Inseln gemacht haben. Wir haben Glück, sie so nah und ausgiebig beobachten zu können. Das ist keinesfalls selbstverständlich.
Wir besuchen das kleine Dorf Piam und bewundern die historischen, typisch friesischen Häuser. Und Vögel gibt es auch. Brachvögel, auch von dieser Art sehen wir einige tausend im Laufe des Tages. Überraschung, ein früher Löffler. Mittagspause im Vakuum. Wieder im nicht nur eiskalten, sondern auch stürmischen Wind. Da ist es komfortabler, aus dem Auto heraus die Vögel zu suchen. Und es klappt. Wir sehen viele hundert Goldregenpfeifer und Alpenstrandläufer und Kiebitze und einiges mehr. Nach dem guten Frühstück geht es wieder los. Wir fahren ans Wattenmeer. Immer noch wechseln sich Sturm, Flaute, Schnee, Regen, Sonne sich ab. Hier am Ableger nach Ameland kann man trockenen Fußes durch die Salzwiesen bis nach vorne an die Wasserkante fahren und dort die vielen Vögel gut beobachten. Wie üblich sind es Vogelmassen, die wir im Wattenmeer vors Fernglas bekommen. Säbelschnäbler, Brachvögel, Rotschenkel, Austernfischer, Alpenstrandläufer, Steinwälzer, Strandpieper, Brandgänse und Ringelgänse. Aber der eigentliche Höhepunkt des Ausflugs an das Wattenmeer kommt dann noch. Wir besuchen die Salzwiesen bei Moddergat. Sehr gut ist die Beobachtung des größten Strandläufers in unseren Breiten, des Knutz. Aber die Krönung ist die Beobachtung von einigen Ohrenlärchen, die wir nur selten zu Gesicht bekommen. Hier kann man ahnen, wie schwer es ist, sie in den Salzwiesen zu finden.
Was ist, wie heißt der Vogel? Rochenlerche. Rochenlerche? Habt ihr die hier gesehen? Ja. Wie heißt denn der Veranstalter? Zur Belohnung gönnen wir uns im Hafen von Lauers Oog Kibbeling, gebackenen frischen Fisch. Dann geht es am Lauers Meer weiter. Zwergschwäne sehen, das hatten wir gehofft. Noch seltener zu sehen ist eine Kornweihe. Hier haben wir eine. Und immer wieder sehen wir arktische Wildgänse. Hier ein reiner Trupp von dunkelbäuchigen Ringelgänsen. Heute ist unser letzter Tag. Wir verlassen Friesland und fahren über den langen Abschlussdeich des Eiselmeers gegenüber der Nordsee auf das Festland der anderen Seite. Dabei machen wir unterwegs einige Beobachtungsstopps, um zum Beispiel diese Gänsesäger hier zu beobachten. Es sind mehrere hundert, die in einem Hafenbecken mit Haubentauchern zusammen auf die Jagd nach Fischen gehen. Und dann endlich Bergenten und dann gleich einige tausend. Zwar etwas weit weg, aber durch das Perspektiv trotzdem gut zu erkennen. In Nordholland, so heißt die Provinz, die wir jetzt erreicht haben, fasziniert uns dieser Turmfalke, der viele Minuten lang gegen den Wind rüttelnd fast auf der Stelle genagelt schien. In einem Feuchtwiesenreservat machen wir weitere Beobachtungen, sehen nochmal Wacholderdrosseln und einige Gänse, die uns auch recht nah heranlassen. Wir werfen einen Blick auf die Nordsee, die uns am ersten Tag schon begrüßt hat. Der hier sieht zwar aus wie ein Vogelgucker mit Spektiv und Stativ unterm Arm, aber die richtigen Vogelgucker, die stehen hier. So, das war's. Von mir aus gerne bis zum nächsten Mal.